Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr, haut rein, peace. Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Ich bin hier mit einem Special Guest, die nette Emine ist am Start. Was geht ab? Wir reagieren auf das neue Video von Papa Monkey, Digga. Diesmal ist Michi nicht am Start, weil er ist leider noch am Schlafen. Aber egal, scheiß drauf. Deswegen ist die Emine ja da, ne? Wir gucken uns jetzt das Video von Papa Monkey an. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe gehört, neues Format und so. Mal gucken, was abgeht, ne? Mal gucken, was abgeht, Digga. Let's go. So. Starten natürlich, Vorspann überspringen. Wichtig. Immer noch wichtig, ne? Let's go. Diesen Effekt, Bruder. Tschüss. Wie Leute im Hintergrund. Oha, ist das normal? Tschüss. Könnt ihr das hören? Es wird Zeit, ihr könnt schon auf dem Titel sehen. Jetzt kommt was komplett Neues. Und zwar Take Me Out auf der Street auf meine Art. Auf wessen Art denn sonst? Ihr wisst Bescheid. Wir labern nicht lange rum. Okay. Ich bin gespannt, Digga. Ich kenne dieses Take Me Out gar nicht, Digga. Ich kenne das nicht. Ich kenne das echt gar nicht. Wir gucken einfach mal, ne? Haben wir einmal unsere Single Ladies. Wir gehen einmal unsere Ladies durch. So, die Ladies hier, Emine am Start, Digga. Huch, was für ein Zufall, Digga. Sie ist hier und da. Okay. Ah, sieht sympathisch aus. Oha. Guckt euch die mal an, eine. Also heute sind, ich sag dir ehrlich, heute sind überdurchschnittlich gute Frauen da eigentlich. Hübscher als die andere, ey. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Okay. Ja, die eine oder andere nette Dame ist da, Digga, mit der ich auf jeden Fall einen Tee trinken würde. Also passt auf. Mädels, ihr wisst, wie es abläuft, ja? Ihr seid alle ready. Und zwar kommt jetzt gleich der erste Typ rein. Einige von euch kennen diese Show, Take Me Out. Wir fangen an. Also Ladies, passt auf. Findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß. Bleibt die Hose tot, dann zeigt ihr rot. Okay. Ja, okay, easy Format, okay? Okay, ich bin gespannt, Alter. Okay. Okay, let's go. Dann würde ich mal sagen, Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir den ersten Kandidaten. Jetzt kommt er, seid gespannt. Schieß, Digga, er ist so breit, Alter. Schießt auf so breite Typen? Nee, nicht zu breit. Der ist ja richtig, also... Boah, Digga, ich bin ein Kind gegen ihn, ne? Tschüss. Die eine oder andere fängt auf einmal an zu lächeln oder so, ne? Alter. Okay, ey, Applaus! Wow! Und hier haben wir schon mal den ersten Kandidaten. Okay, also, ihr wisst Bescheid, findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß, bleibt die Hose tot, zeigt ihr rot. Also, bis jetzt alle weiß geblieben, okay? Bruder, ich sehe, oh, wir haben ein Rot. Oh, okay. Hast du Rot gezeigt? Ja. Wir haben ein Rot. Hast du auch Rot? Zweimal? Oh, wir haben zweimal Rot. Warum? Weil der würde mich doch zerdrücken. Du bist ja auch nicht die Größte. Wie groß bist du? 1,58, ne? Digga, Zwerg, Digga. Wie groß ist er? Der ist groß, ne? Der ist nicht klein. Groß und breit, Digga. Wie viel wiegst du? 45. Bruder. Untergewichtig. Wie viel wiegst du? 155. 155 Kilo. Ich schwör, er wiegt einfach das Dreifache von dir, Digga. Einfach, er wiegt einfach das, das Dreifache. Alter. Ja, sieht man. Warum du rot? Ja, weil... Siehst doch, voll der Stock und dann stell mal vor, der umarmt mich so und danach sprichst du. Weißt du, 155, ich wieg 55 Kilo. Okay. Ja. Also ihr sagt beide rot. Der sieht stabil aus, weißt du, so, aber nichts für mich. Ja, so als Bodyguard. Ja, so okay. Bodyguard. Also ihr seid schon mal raus bei ihm. Okay, gut. Die anderen Ladies alle weiß? Ja. Okay, komm. Bro, deine Aufgabe ist jetzt, du stellst dich den Ladies einmal erstmal vor, wer du bist. Hallöchen erstmal, ich bin der Bego, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Dortmund. Du stellst den Ladies jetzt mal deine Hobbys vor. Also ich bin professioneller Schachspieler. Ich spiele auch gerne Tennis. Oh, die hat geswitcht, Digga. Und ah, du Scheiße, Digga. Das kommt nicht gut an, ne? Und zu spiele ich Ballett. Oh, ab und zu spielt der Ballett. Ich weiß nicht, wie man Ballett spielen kann, aber okay. Das war's eigentlich. Oh. Oh, Digga, das kommt ja gar nicht gut an. Würde man mich fragen, was sind meine Hobbys? Ich würde sagen, was sind gute Hobbys? Womit kriegt man vorne? Erzähl mal jetzt schnell.
Fußballspielen. Fußballspielen, ja. Ich würde sagen, ich bin professioneller Fußballspieler, Digga. Ne? Damit kriegst du jeden safe. Komm sofort. 1, 2, 3, 4 mal rot. Warum zeigst du rot? Weil er Ballett gespielt hat. Ballett? Komm, Ballett gespielt. Denkst du, so ein Typ macht Ballett? Meinst du, der hat das drauf? Ja, schon, aber das ist nicht so meins, wenn ein Junge Ballett macht. Okay. Und du? Auch, Ballett geht gar nicht. Wieso? Geht gar nicht? Nein. Findest du nicht, dass das zu so einem Typen passt, wenn er Ballett macht? Nee. Aber jedem doch das sein, oder? Ich meine, wenn er damit glücklich ist. Klar, aber nicht so meins. Und vom Typ her? Ja, schon. Wie ist bei dir vom Typ her? Ja, auch so. Aber auch das ist so? Zu viel Muskeln. Zu viel Muskeln? Okay. Und du? Ja, also mich stört nicht. Wenn er Ballett machen will, soll er doch machen. Jedem seins überlassen. Aber ich mag Schach überhaupt nicht, weil ich... Ich schwöre, ich habe noch nie Schach gespielt. Ich kann das nicht. Kannst du Schach spielen? Nein, gar nicht. Ich schwöre, ich habe noch nie Schach gespielt. Ich kann das auch gar nicht. Immer verliere, deshalb lieber nicht. Okay. Und du? Warum zeigst du rot? Also er sieht echt sehr gut aus. Aha, sehr gut. Nicht gut, sehr gut, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie etwas spießig ist. Ich meine, Schach, Ballett ist nicht so mein Ding auf jeden spießig. Fall. Spießig? Was ja, meinst du mit also spießig? Meine Hobbys gehen gar nicht, also... Ist ein Upturn, oder? Ja, schon, auf jeden Fall. Also Fußball auf jeden Fall wäre echt... Du hast es gesagt. Fußball ist der Tipp, Jungs. Wenn euch eine, nette Dame nach einem Hobby fragt, sagt einfach Fußball, Digga. Dann habt ihr die safe. Egal, aber... Wichtig. Dann gehen wir mal wieder zum Bruder, komm. Ey, Bro, also die stehen gar nicht drauf, dass du Ballett spielst. Das mach ich. Und Schach. Das denkt ihr so lange, bis du meine Beweglichkeit zu schätzen lernst. Okay, wir sind gespannt. Letzte Sache. Hast du was, was du den Ladies was vorführen kannst? Talentmäßig. Das ist ein Bonus für dich. Wenn er uns was vorführt, dann kann sein, dass einige Ladies wieder umdrehen. Okay, okay. Ich kann eine Sache zeigen, dass ich leider hier angezogen bleiben muss wegen den ganzen kleinen Kindern. Aber ich kann mal ein bisschen was zeigen. Oh shit, yeah. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, hier, was der macht. Haben wir einen Beatboxer? Ja, komm. Okay. Ja, damit kriegt man aber die Frau, ne? Mit Brust, dies, das, Digga. Aber ich kann das nicht. Nein, ich kann das leider nicht. Echt nicht? Nein. Ist auch ein bisschen attraktiv, Digga. Mach mal. Oder Reggaeton. Digga. Das war Twerken auf männlich. Okay, alle sind weiß geblieben. Also alle derselben Meinung. Gut. Jetzt, Bruder, hast du 1, 2, 3, 4 Frauen. Jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt und zwar hört... Oh, stabil. Also kann er jetzt entscheiden, welcher... Ja. Will. Ah, okay. Ey, das Format ist cool. Ehrlich, finde ich cool. Ist mal was Neues, Digga, ehrlich. Du, jetzt willst du dir von den Frauen 2 Frauen aussuchen. Du stellst denen eine Frage, so dass sie dich überzeugen und du entscheidest, wen du von denen datest. Okay. Okay? Für welche entscheidest du dich? Oh, direkt. Aber 2 musst du ja erstmal holen. Okay, dann sie und sie. Die letzte. Coco, kommst du? Okay. Also jetzt stellst du denen eine Frage. Ah, da ist diese Coco, Digga. Uff. Sympathische Dame, diese Coco, ne? Muss man sagen. Bei der. Oder was? Ja, die sieht auch gut aus. Beide sehen fresh aus eigentlich. Du willst, womit du dich überzeugen, dann entscheidest du, welche du datest. Okay, die Frage ist, Döner mit oder ohne Zwiebeln? Was sagst du? Döner mit oder ohne Zwiebeln? Wichtig. Ohne. Ich schwöre, ich sage auch ohne. Wenn er jetzt sagt mit, Digga, ich bin enttäuscht. Okay. Ohne. Ohne. Okay, darf ich entscheiden? Du entscheidest jetzt, welche du mitnimmst und datest. Okay, ich entscheide jetzt. Digga! Oha, die Arme, Digga! Ja, Chuck und so! Oh, das ist ein bisschen süß, Digga. Hey, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Hey, haben sie wirklich? Ja, aber das Ding ist, man muss auch sagen, die sind, kannst lauter reden, die sind schon zusammen. Sind die zusammen? Ja, ja. Wie? Die sind zusammen. Yeah. Okay. Die zwei. Lul. Aber du, ich brauch dich noch weiter. Okay, jetzt wird der nächste kommen. Findet ihr ihn heiß, bleibt die Karte weiß. Bleibt die Hose tot, zeigt ihr rot. Ladies and Gentlemen, der nächste Kandidat, darf ich euch vorstellen, er kommt. Digga, was ist denn los? Ist das krass. Breite Edition oder was? Aber der sieht auch gut der aus, ne? Krass. Der sieht fresh aus auf jeden Fall, Digga. Tschüss. Digga, wie breit die alle sind. Ich bin da im Witz dagegen, ey. Aber der hat einen richtig fetten Arsch. Ist das gut? Der hat zu viel. Konkurrenz. Wow! Boah, Alter. Nein, echt. Also,
Oh, ich sehe es auch gerade, Alter. Ist schon wild. Ja, Bruder, was ist das denn? Okay, wir gucken jetzt schon mal. Zeigt schon mal jemand die Karte rot? Oh, wir haben schon mal eine, die rot zeigt. Was sagst du dazu? Was glaubst du, warum sie rot zeigt? Ja, Bruder, ich glaube, sie ist schon vergeben. Ich glaube, sie hat schon wen zu Hause. Okay, dann gehen wir mal rüber und fragen sie mal. Warum zeigst du rot? Der hat leider zu viel Hintern. Zu viel Konkurrenz für mich. Zu viel Hintern? Film mal seinen Hintern. Digga, du meintest ja, Arsch bei Männern ist ja ein bisschen attraktiv, aber ich sag dir ehrlich, ja, aber ich finde find gar nicht, Digga, ein Arsch, ein Mann braucht doch keinen Arsch, ey. Doch, du willst auch keinen Mann haben, der so einen Plattarsch. Doch! Nein! Doch, glaub mir, ist besser, ehrlich. Am Ende Frau fasst immer Arsch an und so, Digga, das ist falscher Weg, ehrlich. Umgedrehtes Spiel. Der hat zu viel Hintern, zeig mal. Boah, jetzt will ich einen Schrei, oder? Guck mal da hin. J-Lo, Alter. Nichts dagegen, gar nichts. Er hat zu viel Hintern, sagst du? Ja. Stehst du nicht drauf? Das wäre zu viel Konkurrenz. Also okay. Man will schon die Lady sein, ne? Die sexy Lady. Okay, also du bist schon mal raus. Oh, haben wir noch einen rot? Wir haben leider noch einen rot. Was sagst du, Bruder? Was denkst du? Bruder, ich weiß nicht, was ich denken soll. Lass uns fragen. Warum rot? Er hat Seiten auf Frauenrechte. Sieht doch gut aus. Check ich nicht. Doch, ich check. Ja, ne. Doch, Seiten auf Frauenrechte halt. Aber sieht doch gut aus. Was war das? Seine Haare? Ja, seine Haare, Digga. Ja, das gefällt dir nicht. Also, du bist mega hübscher Mann. Dankeschön. Aber ich daneben, glaube ich, würde ich verloren gehen, oder? Ja. So ganz süß, oder? Ja. Hm, ja, schwierig. Okay, also bist du auch raus? Schade. Egal, komm her, Bro. Die anderen bleiben alle weiß. Okay, perfekt. Jetzt stellt sich er einmal vor, ihr hört zu. Jetzt Bruder, ich bin Brandon, gespannt. 24 Jahre alt. Ich biege ein bisschen Eisen in meiner Freizeit. Ja, das sieht man gar nicht. Ja, ab und zu. Also mit so ab und zu, ne? Nicht ja. Immer ab und zu. Ja, und ich gehe nebenbei noch angeln. Ich sammle Briefmarken, Bruder. Habt Digga, ihr das gehört? Ich höre richtiger Ali, Alter. Angeln, Briefmarken sammeln, Digga. Ach du Scheiße, ey. Er geht angeln und sammelt Briefmarken. Ich hab zu Hause ganz viele. Hast du einen Fetisch? Ich mag schöne Füße. Boah, ich höre, bei Füßen und so bin ich raus. Ich sag dir ehrlich, ich achte nicht auf Füße von Frauen, gar oder generell von Menschen. Also, ich weiß nicht, hört mich nicht an. Es gibt Menschen, die stehen richtig auf... Die Idee, Digga. Emine ist veröffentlichte Nummer, Digga. Jede Minute, die kriegt 10 Anrufe und so, Digga. Beste Leben. Auf jeden Fall, ich stehe zum Beispiel gar nicht auf Füße so. Also, ich finde Füße nicht eklig, aber ich achte nie richtig drauf. Es gibt Menschen, die achten richtig auf Füße, ne? Da bin ich raus. Füße, habt ihr das gehört? Er steht auf Füße. Da haben wir schon mal einen rot. Nix. Warum zeigst du rot? Das mit dem Briefmarken klingt so spießig. Spießig? Ja. Schon ein bisschen spießig. Wieso? Keine Ahnung, komm so rüber. Okay, also du bist raus. Ja. Vom Typ her? Der sieht gut aus. Sieht gut aus? Bitte. Hey, was macht die da? Wer? Was macht die da? Lol, guck mal. Spießig. Wieso? Guck mal die. Keine Ahnung, komm so rüber. Okay, also du bist raus. Guck mal die. Ja. Vom Typ her? Hä, Digga, guck dir deinen Arsch an oder was? Der sieht gut aus. Was geht denn bei der aus? Bitte. Okay, also ja, du bist Bruder, auch akzeptierst, auch. Akzeptierst du. Natürlich. Aber guck mal, Bruder, mashallah, wie viele weiß geblieben sind. Okay, wir haben nur drei Mädels, die rot zeigen. Was ist bei einer Frau dir sehr wichtig? Definitiv muss sie eine natürliche Schönheit sein. Wichtig. Ne, ich meine natürlich, bist du naturschön? Ja. So auf diese too much Make-up, you know? Okay. Das gefällt mir gar nicht. Sie muss auf jeden Fall ein bisschen Sport machen, Bruder. Sonst ist das nicht ausgeglichen, weißt du, weil ich gehe jeden Tag ins Gym so. Okay, Jetzt kommen wir zu der Bonus. Ja, okay, bei ihm verstehe ich das auf jeden Fall. Der braucht eine sportliche Frau, die auch für ihn kocht und so, dies, das. Ja. Bist du sportlich? Ja, schon. Digga, bist raus, hör auf. Du hast einen Bonus, wenn du den Mädels was vorführen kannst. Wenn du ein Talent hast, irgendwas, womit du die Mädels überzeugst. Es kann sein, die rot gezeigt haben, dass sie wieder umdrehen. Hast du was? Leider habe ich kein Talent, außer dass ich Eisen biegen kann. Okay, also kannst du auch Brüste wackeln? Wir geben dir einen Beat dafür. Let's go. Auch kann jeder Brüste wackeln, außer ich. Oh shit, Alter. Okay, ey Bruder, jetzt wendet sich das Blatt. Du hast 7 Frauen zur Auswahl. Oha, 7, der eine hatte vorhin 4 nur, ne? Ja. Wie viele Frauen sind da? 10? Ja. Boah, stabil, schon eine gute Quote. Ja. Du suchst dir 2 davon raus. Ja. Du stellst denen eine Frage, womit die dich überzeugen, was auch immer du willst. Und dann entscheidest du, welche du datest, okay? Okay, Mann. Guck sie dir an, Bruder. Welche willst du? Welche Bruder, 2? Lass mir kurz Zeit, Bruder. Okay, wir lassen ihm Zeit. Film du hier uns. Oh, okay.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf seine Auswahl, ne? Okay, Bruder, ich hab mich entschieden. Du hast dich entschieden? Ja, welche? Ganz links und diese junge Dame hier. Aber sie hat rot gezeigt, Bruder. Oh, das ist schade, das habe ich vorher nicht gesehen. Okay, ja? Dann holen wir sie schon. Oh. Bitter. Ja. Ach du, ach du Scheiße! Ach du Scheiße, Digga! Oh mein Gott, ja, mal gucken, ob du die Frage richtig beantwortest, die er dir gleich stellt. Jetzt bin ich gespannt. Komm schnell. Nein, du hast deine Chance verballert. Oh, warte. Was hast du ihm gerade gesagt? Dass ich umdrehe. Also warum? Mir ging es eigentlich nur, also er hat doch zu viel Bart. Also ich mag es eigentlich nicht so. Aber ich meine, er kann... Schreie, sieht voll gut aus. No homo, Alter, ehrlich. Schon ein stabiler Typ. Kann ja auch was machen. Er hat zu viel Bart. Ja, deswegen habe ich umgedreht, ja. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Odell Beckham Jr. Erinnert mich ein bisschen an ihn. Warte, ich zeig dir mal Odell Beckham Jr. Ich schwöre, der sieht schon so aus wie der, Digga. Odell Beckham Jr. Sieht schon ein bisschen aus wie der. Vor allem sein Bart, Digga. Okay, seine Haare nicht, aber... Ja, ein bisschen... Erinnert mich ein bisschen an ihn. Ja. Bisschen. Ja. Bisschen, Digga. Irgendwie hat er was, ehrlich. Können Brüder sein. Also ich würde mal gerne in den Kommentaren sehen, was ihr von diesem Typen hält. Ich glaube, der ist so 1A, oder? Oder? Okay, wir sehen neu aus, Bruder. Ich habe nicht gesehen, dass sie rot gezeigt hat, Bruder. Die rechte Seite sieht mir ein bisschen jung aus, Bruder. Man weiß nicht so genau, ne? Weißt du? Aber daneben noch ganz rechts, Bruder. Coco. Oh, Coco ist richtig Coco, Model, Digga. Model. Gut, stellt euch mal vor einmal. Ich bin Emine. Dich kennt man ja sowieso. Fame, Digga. Digga, aber hier läuft ja so Fame. Ja. Aber Willkommen-Video, muss Emine dabei sein? Ja. Ja, muss sie. Hallo. Wie heißt du? Coco. Du stellst die Frage, die überzeugen dich, danach entscheidest du. Die Frage, würdest du jeden Tag für mich kochen? Ja, ich schwöre, muss. Pflicht, ne? Wenn eine Frau, Digga, also ich sage ehrlich, Jungs, das ist schon Pflicht. Das ist wirklich schon Pflicht. Natürlich. Definitiv. Ja? Ja? Yeah? Beide ja? Oh, jetzt haben wir einen Kampf. Schwere Entscheidung, Bruder, ja? Hätte nicht geschmeckt. Sag dir, wie es ist, Bruder. Sie sieht mir ein bisschen natürlich aus. Ohne Make-up, dies, das. Das gefällt mir gut. Das hat so mein Herz gebrochen. Gott! Egal, jeder kriegt Körbe mit ihm. Ist ja nicht schlimm. Das Leben geht weiter. Einverstanden. Oh, du wolltest weiter, ehrlich, Digga. Unangenehm. Ja. Sie redet Englisch. Kannst du es hier nochmal auf Englisch? Ja, yeah, I like your face, man. Thank no you. Make-up on it. That's great. Hey, I like your face. Okay, kurz. Applaus. Yeah. Oha, ich schwöre, er ist so groß, breit und dann so ein Hintern. Tschüss. Man sagt nach Videodreh Hotel Session. Ich bin doch gut, oder? Ich bin der Date Doctor in Frankfurt, Gert Warren, ne? Okay, Lady. Ey, ich sag dir ehrlich, das Format ist cool, gefällt mir gut, Digga. Ist cool. Auch nicht asozial. Ja, ist korrekt auf jeden Fall. Wir haben es alle kapiert. Jetzt kommt der nicht. Vor allem nicht mit Kindern, Digga. Wichtig, ne? Findet ihr ihn heiß? Bleibt die Karte weiß? Bleibt die Hose tot? Zeigt ihr rot? Okay, Ladies and Gentlemen, grüßt mit mir den nächsten Kandidaten, bitte. Wer ist das denn? Woher habt ihr den denn gut? Wer ist das? Kennt man nicht? Spontan, nein. Ach du Scheiße, okay. Jetzt bin ich gespannt. Let's play. Wie geht's dir? Alles gut? Gut, bei dir? Gut. Ja. Also pass auf, jetzt gucken wir mal, wer schon mal rot zeigt. Filmst du hier einmal? Wie viele Leute einfach um euch rum sind, ne? Das ist schon krass. Das ist echt schon. Wow, krass. Rot. Rot, 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 weiß, rot. Oha, guck mal, sie ist die einzige Süße. Aber aus Digga. Mitleid, ja. Nein, die ist nicht so eine. Nein, hör auf jetzt. Warum seid ihr alle so gemein, Digga? Ja, der arme Junge, Alter. Ihr habt ihn hochgenommen. Sonja gibt erstmal weiß. Also alle anderen Mädels rot. Dann fangen wir mal ganz vorne an und fragen, was der Grund ist. Why rot? Can you give me a reason why yes? Yeah, me neither. Gibt's kein reason for yes. Sorry. Hart, ich schwöre hart. Was hat weh getan? Ich muss an Ratatouille denken. Was? Ich muss immer an Ratatouille denken, ich weiß nicht, und ich mag keine. Er ist nicht so meins. Schmerzen. Nicht so mein Typ. Bruder, ich fühle mit ihm. Er sieht mir zu deutsch aus. Boah, ey, das war's, oder was? Ja. Er ist Albaner. Echt? Er sieht aber nicht aus wie ein Albaner. Ich stehe halt eher so auf so dunkle Haut und so. Warum zeigst du auf mich? Ja, weil du so aussiehst. Okay. Oh yeah, Gert Warren.
Ja, erstmal Respekt an dich, dass du dich traust, vor uns zu stellen. Komm mal her. Also ich wollte dich erstmal loben. Respekt an dich, dass du dich erstmal traust, vor uns 10 oder 9, ich weiß nicht, wie viel wir sind, Monstern hinzustellen. Du bist ein netter Typ wahrscheinlich, aber ich mag eher auf Männer, die... Ich stehe auf Männer, die Bart haben. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er ein netter Typ ist, aber halt ist nicht mein Typ. Ich stehe mehr so auf Südländer halt. Braune Haut, dunkle Haare. Alles gut. Du bist ein selbstbewusster Typ. Also ich mag auf jeden Fall seinen Style. Man merkt, er ist modebewusst und... Altschmischbedeckt. Ich habe aber rot genommen, weil ich mag mehr dunkle Haare und Bart. Korrekt gesagt. Also ich habe weiß genommen, nicht damit dass ich den klären will, aber das hat mir irgendwie leid getan, weil jeder... Digga, das ist hart, Mann, ich schwöre. Sowas aus Mitleid zu machen, ist noch härter als rot zu zeigen. Ich sag dir so, wie es ist. Rot gezeigt hat auf jeden Fall dein Baba-Style. Okay. Du hast deinen Baba-Style. Wir machen gleich mit euch weiter, das weißt du. Deswegen sei kurz leise. Ey, der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir haben uns mal in der Spilo gesehen. Ich glaube, der hat mich schon belästigt. Oha, der hat mich belästigt. Was machst du in der Spilo aber erstmal? Bist du spielsüchtig? Nein, ich hab nur zugeguckt. Digga. Und der hat dich belästigt, ehrlich? Nein, ich dachte, das wäre der. So. Ich schwör. Nein, du verwechselst mich. Okay, aber der sieht so aus. Ich geh dich nicht, Spilo. Okay, Bro. Ich bin jetzt einer. Dann haben wir schon mal eine, die hier weiß, dass du kommst vor. Warum? Komm her, weil du weiß gezeigt hast. Alle anderen Mädels sind raus. Außer du. Ja, also Leute, ich will nicht wie ein Clan oder so, weil der mir leid getan hat. Ja, aber jetzt wendet sich das Blatt. Wie wendet sich das Blatt? Jetzt frage ich ihn. Jetzt frage ich ihn. Ah. Die Arme, Digga. Willst du sie daten? Nein. Nein, ne? Wieso nicht? Zwinge doch niemanden. Warum soll ich jemanden zwingen, wenn sie nicht will? Aber jetzt will von deiner nicht. Perspektive aus. Auch nicht. Auch nicht, warum? Keine Ahnung, nicht mein Typ. Ja. Viel Make-up, dies, das kenne ich. Nein, nicht deswegen, aber eben das. Ja. Andere. Stehst du auf Blondinen und so, ne? So blonde. So nicht auf so. Nicht so auf Aslak, Motherfucker, Digga. So schwarze Haare. Ich stehe auf was so Einzigartiges. Einzigartig? Ja, was heißt einzigartig? Das bleibt ein Geheimnis. Ja, bleibt ein Geheimnis. Das bleibt einzigartig. Okay, ey, also sorry, Bro. Alles gut. Also, ey, Mädels, wir verabschieden ihn trotzdem ohne eine Frau. Dir hat dieses Format gefallen, dann bewerb dich jetzt auf Instagram bei mir. Hier unter Pumping Monkey. Schick mir Bild, Alter, Größe. Hey! Wie hat's dir gefallen? Ich schwöre, das war's mit dem Video. Sehr cooles Video, Digga. Cooles Format übrigens, ne? Was sagst du zu dem Format? Willst du mehr davon sehen? Willst du mehr mitmachen? Ich finde das viel besser, weil das ist auch nicht so asozial. Jo, und da sind auch erwachsenere Menschen dabei. Ich hoffe, da machen mehr ältere Leute mit als jüngere. Sieht cool aus auf jeden Fall, ja. Sieht echt cool aus, Mann. Hat Spaß gemacht zu gucken, Digga. Kriegt auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Du hast mein Part übernommen, Digga.